Herzlich willkommen im Goldenen Posthorn, im traditionsreichen Restaurant der Familie Krestel, einem Urgestein in der fränkischen Gastronomie-Szene. Das Goldene Posthorn ist die älteste Weinstube Deutschlands. Hier kehrten schon Albrecht Dürer, Richard Wagner, Hans Sachs und Martin Beheim ein. Heute gibt es hier beste fränkische Küche. Von Nürnberger Bratwürsten bis hin zum ofenfrischen Schweineschäuferle oder das fränkische Krähenfleisch in Meerrettichsoße. In 8 Stuben mit insgesamt 170 Plätzen und einem gemütlichen Biergarten mit 100 Plätzen finden sich Touristen und Einheimische zusammen. Optimal geeignet sind diese Räumlichkeiten auch für Ihre Firmen-Events oder privaten Familienfeiern. Zum Auftakt Ihrer Feier servieren Ihnen die Krestels ihre bekannte fränkische Tafelei als Vorspeise. Die Krestels bewirteten bereits den deutsch-französischen Gipfel mit Helmut Kohl und Jacques Chirac. König Juan Carlos, Gerhard Schröder und Dr. Angela Merkel sind ebenso von der Familie Krestel bewirtschaftet worden wie Udo Jürgens, Herbert Grönemeyer, Diego Maradona und viele weitere Größen des Sport- und Showgeschäfts. Und wann kommen Sie ins Goldene Posthorn?